Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 323, glaube ich, von Simotrans. Ja, wir haben letztes Mal hier, ich kann mal laufen lassen, die Linie mit der Post gemacht und der Bus da war da auch da, glaube ich, im Boot. Da müssen wir mal gucken, wo die fahren und ja, dann der Post-LKW, der ist jetzt noch da rechts am Fahren. Schauen wir kurz rein, der hat noch keine Postsäcke, die er jetzt aber hier wahrscheinlich kriegt. Da hat man jetzt mal reingeguckt, dass da schon was gibt. Gucken wir nochmal 18 Säcke. Ich glaube, letztes Mal waren es 15. Sind schon wieder drei mehr dazugekommen. Würde ich aber sagen, nach dem Intro gucken wir genauer. Ich sag mal, bis gleich. So, oh, hier gibt es einen schönen Turm. Öffentlicher Ernst-Moritz-Arndt-Turm. Okay. Das wären schon wieder Sachen, wo man, ne, einen Bus noch mehr hinschicken kann, damit noch mehr rumkommt. Aber naja, wir sind ja hier. Wir haben ja hier geguckt. Hier warten 7 Passagiere, 15 Postsack. Das passt. Und der Bus habe ich da unten gerade gesehen. Der fährt auch durch die Gegend. Hier sind 4 Passagiere, keine Post mehr, weil er ja auch gerade da war. Und der Bus war jetzt hier irgendwo. Ah, der fährt gerade hoch. Der hat 18 Passagiere. Fährt, naja, knappes Minus ein. Könnt ihr ja mal hier gerade so unten lassen und gucken, wie sich der so entwickelt. Okay, dann gucken wir in der Karte. Ja, unsere Linie hatten wir jetzt hier ganz groß gemacht, hier so quer rüber, ne, läuft die jetzt. Und ja, überall sind hier Säulen. Das Bewirkungshersteller und so, okay. Hier sind so viele Leute, die warten wahrscheinlich, ne? Kann man auch größer drehen mit dem Rad, ne? Hast du gedacht, ist aber nicht so. So sieht man es mehr, ne? Da sieht man, was da alle liegt, ne? Okay, hier ist noch ein bisschen wenig. Hier ist ganz viel wieder mal. Keine Ahnung, was da liegt. Ja, so, Schüttgut wartet da wohl. Kohle und Salze, okay. Ja, Tante Mimi hatte das auch geschrieben, ne? Das ist das Schöne am Spiel, da kann man an jeder Ecke was immer optimieren, ne? Nicht mimimieren, ne? Tante Mimi, sondern optimieren, genau. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da weitermachen. Das ist die Frage. Der ist klar. Also wir sind jetzt natürlich ganz woanders hingesprungen auf der Karte. Wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt hier weiter gucken, dass wir einmal unseren Zug noch anschauen, der da vielleicht irgendwo lang fährt. Ich hoffe, jetzt habe ich ihn gerade nicht. Ah, da ist er ja sogar. 363 Passagiere. Er fährt 3600 Meter gerade. Okay. Und ich glaube, wir hatten ja zwei wenigstens auf der Strecke, oder? Ich hoffe, die fahren jetzt auch nicht gerade parallel. Ah, hier haben wir schon wieder ein Problem. 416. Der fährt richtig miese, weil der vorher schon mal gefahren ist. Okay. Aber hier müssen wir gucken, wo das Problem liegt. Es fährt keiner in diesen Bahnhof rein, weil. Da steht ein Zug, da steht ein Zug. Und warum fahren die jetzt nicht? Ach, weil hier kein Durchfahrtsverkehr ist und alle Gleise sind gerade besetzt, bis auf der da. Kann das sein? Okay. Hier läuft es gerade nicht, würde ich sagen, ne? Das ist schlecht. Wie machen wir das, dass es läuft? Der hier hat schon 20% Beladung, ne? 91% Beladung. Dann kann der auch mal gerade fahren. Fahr mal zum Baustoffhandel, bring das mal weg. Ist das Obst weg? Und dann geht es hier auch wieder weiter. Und dann müssen wir definitiv hier überlegen, was wir hier machen, ne? Weil das ist schon schwierig, ne? Wir brauchen mehr Gleise. Mehr, nicht Gleise, mehr, sag schon. Abfertigung. Und wo willst du sie hier hinbauen? Das ist die Frage, ne? Gute Frage. Was machen wir da? Ja, jetzt machen wir Stuttgart 21 daraus, ne, oder? Wir gehen mal. Wie war das denn? Das ist reinscrollen. Wie komme ich denn eine Etage tiefer? Weiß ich gar nicht mehr.
Tastatur? Keine Ahnung, müsste ich nachgucken. Weiß einer von euch bestimmt. Und ich würde jetzt tatsächlich gucken, dass wir hier irgendwo noch was machen, dass da noch unten drunter her was geht, oder? Dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier ein Loch hin. So eins. So. Und da auch noch eins hin. Und hinter diesem Gleis, was hier ist, machen wir da eins und da eins und bauen jetzt mal einen Tunnel dahin, oder? Tunnel. Bahnhof mit Silo. Nee, Tunnel, 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 Tunnel. Wo bist du hier? 160 Tunnel. So, geht der da rein? Ach, der Tunnel muss ja an der Schräge sein. Genau so war das. Da muss ich das so machen. Und da muss die Schräge so sein. So, und jetzt kriegen wir auch den Tunnel da hin, ne? So, jetzt ist der Tunnel da. Jetzt müssten wir noch eine Schräge haben, und zwar andersrum. Jetzt hier so. Und da hinten so. So, dann kommt er da raus. Jetzt nehmen wir ein Gleis dahin. Und der fährt dann so dahin und so dahin. Passt erstmal. Und hier mache ich aber ein Signal hin. Der darf nur so rausfahren. Und hier machen wir das. Ich glaube, 160 haben wir da hinten genommen, ne? Hier machen wir das so, dass der von da kommt und da darf man nur reinfahren. So, und jetzt muss ich die Untergrundansicht anmachen, die ich überhaupt nicht weiß, wie sie geht. Jetzt wird spannend, ne? War das hier? Nee, ne? Kernfläche vergrößern, das könnte man auch mal drüber nachdenken, ne? Wo war denn jetzt hier die Anzeige, dass ich ins Erdreich runter kann, Mann? Einstellung, nee. Hier ist der Kart um 90 Grad drehen, Schnelllauf, Kaffeepause, Bildschirmfoto. Ja, schlecht vorbereitet, ne? Einstellung. Das ist es nicht. Landschaftsanzeige, Kosten und Verbindungen. Hier gibt es keine Hotkeys, denke ich mal. Nee, das ist leider nicht hier. Ich weiß es leider nicht mehr. Okay, da habe ich jetzt was gebastelt da oben, das war schlecht. Nee. Sichtbarkeit, Bäume muss er freischalten, nee. Untergrundansicht, da haben wir es doch. Aber leider steht hier nicht bei, was da ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt brauchen wir hier den Bahnhof. Es ist denn hier so U-Bahn Marienplatz.
Bahnsteig mit Treppenabgang. Bahnsteig mit Glasdach. Bahnsteig mit Treppenabgang. Hört sich doch so an, als ob wir den nehmen können, oder? Also wir müssten mal gucken, wo bleiben wir denn jetzt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir haben natürlich hier was falsch gemacht. 1, 2. Dann nehmen wir hier hinten nochmal die 2 weg. Ich hoffe, das ist so zu machen. Ist es. Weil dann können wir später hier auch noch rausfahren weiter. So. Untergrundansicht haben wir weggemacht. Jetzt ist nur die Frage, fahren Sie da rein, ne? Wohl nicht, so wie man aussieht, steht hier immer noch einer, obwohl ich eben einen weggeschickt habe. Der wartet auf freie Strecke. Riedenburg Rathaus Bahnhof, der muss hier durch. So. Ich weiß nicht, auf wen der wartet. Der fährt jetzt nochmal weg. Ich hoffe mal, dass es jetzt gleich klappt mit dem Durchfahren. Ne, der fährt schon mal nicht da durch. Fahr mal so. Aha, jetzt kann er das. Fahrplan Riedenburg Rathaus. Fahr mal da wieder lang. Okay, machst du richtig. Sehr schön. Der fährt jetzt erstmal weg. Aha, wir haben da unten noch ein Problem und das nennt sich Oberleitung. Das muss mal nochmal dahin ziehen. Und das muss bis nach hier. Und das muss auch bis nach da. So. Könnte sein, dass jetzt auch ein Zug da durchfährt, ne? Okay, der fährt raus. Der fährt rein. Ja, fährt er auch. Ist nur die Frage, ob einer hier auch dann einen Weg reinfindet. Oder ob sie so ganz dubiose Wege fahren. Geht ja auch, ne? Jetzt kommt keiner nach, okay. 450 und er hat 19.000. Ich glaube, er macht hier schon langsam Geschäft, ne? Könnte sein, dass es klappt. Da kommt der Obstzug wieder. Das sieht erstmal gut aus. Der fährt da wieder rein. Aber der fährt da auch noch durch. Ja, der hält gerade an. Und der fährt aber weiter. Okay. So, er ist schon wieder zur Beladung hier. Passt erstmal. Und ist auch schon wieder gut geladen, ne? So, da kommt unser Personenzug. Der jetzt hier hinten reinfährt, glaube, ne? Genau so ist es, sehr gut. Ja, bin ich zu spät? Ja, ich bin zu spät. Aber da kann man ja auch draufklicken, jetzt ist das Dach ja nicht im Weg, ne? 518 voll also. Hat hier aber gerade abgeliefert und jetzt nur noch 289, okay. Was war hier jetzt mit der Post? 507 von 2000, okay, die läuft auch. Er fährt durch. Da kommt ein nächster Zug. Dann könnte er hier reinfahren, wenn, ne? Hier kommt die Post. Der fährt da rein. Das passt auch soweit erstmal. Post fährt da oben rein. Okay. So, hier unten ist ein Gleis frei. Ist die Frage, ob er da reinfährt, ne? Egal wer, ne?
So, Post ist schon wieder weg. Er bleibt da stehen zum Beladen. Jetzt ist dann wieder die Frage, wie lange dauert es, bis hier ein Stau ist, ne? Wo ist der zweite Personenzug, den wir haben? Ich hoffe, der fährt gerade in die andere Richtung, nach da hinten. Steht er hier? Ich glaube, er steht hier, ne? Einen davor. Und der hat 518 geladen, sehr gut. Und er ist voll und fährt da hinten in Riedenburg los, voll. Ich glaube, wir hatten hier schon höhere Zahlen mit schlechteren Werten, aber ja, ich glaube, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das besser oder schlechter ist. Müsste man gucken, ne? Post, der Bus macht sich langsam, denke ich. Okay, er, ne, er ist es, ne? Ja, der ist noch weit weg. Fährt er erst nach Norden und jetzt erst in diese Richtung, also ist das noch nicht so weit. Neunzig fahren hier nach Hadexen, das ist schon mal cool. Riedenburg Raffinerie ist auch ein weiter Weg. Und über Hadexen sind das und hier direkt 6er, okay. Das geht erstmal, würde ich sagen. Der Bus hier 164, der macht sich ziemlich gut, aber jetzt hat er gerade keine Ladung, weil kein Dingens da war, sag schon, kein Personenzug, der Leute gebracht hat. Das ist schlecht. Sind beide voll, ne? Er lädt jetzt da aus, die ersten. Und hat 8000 gemacht. Ist aber schon wieder voll. Oder? Nee. Er hat ja 8000 gemacht und... Hä? Verstehe ich das? Wir werden sehen. Und beim nächsten muss er ja noch mehr rauslassen. Das passt doch gar nicht, oder? Hab mich vertan? Okay. Sehen wir gleich. Dann muss er jetzt in... Bei der Baustoffhandlung kommt er jetzt gleich an. Da, genau. Fährt da rein. Sehr schön. So, hat hier gemacht, hat... Ja, ein paar tausend sind das dann doch gewesen. 5000 stehen hier. Der Flieger geht raus. Flieger müssen wir auch mal gucken, was da so los ist. Ja, die Post ist leer. Der ist schlecht. Und die beiden sind voll. Und wenn beide voll sind, ist das die Überlegung wert, ob man da nicht noch mehr Züge einsetzt, oder? Hier haben wir wieder es geschafft, ne? Was Falsches reinzuschreiben, wie wir sehen. Ärgerlich, aber ist so. Hier kommt er jetzt an und lädt aus und 2600. Eher 65.000. Ich glaube, das rechnet sich. Ups, das war falsch. So, der ist durch hier. Und wir bestehen hier noch? Bestimmt nur reichlich, ne? Riedenburg Rathaus Bahnhof, 74 Passagiere. Okay, die anderen sind innerorts. Da müsste man mal gucken, was man da hier mit der Straßenbahn macht dann, ne? Wir stehen denn hier so? 182 warten da. Müssen da noch welche drauf, ne? Oder? Kann das sein?
Die sind ja dann wohl voll auch, ne, oder? Ja, 119. So sieht's aus. Wo ist denn das Straßenbahndepot? Hier. Ich glaube, dieser hier fährt da momentan, ne? 69 und 50 sind dann 119. Kaufpreis, Gewicht, Einführung. Ja, ist wohl hier die letzte, ne? Haidlinger hat er 2, die ist ja hier schon ausgebaut. Fährt 70. Straßenbahn Hadexen muss das sein. Adenau Hadexen. Fast also. Ach, da sind mehrere, oder wie sehe ich das? Altenau Hadexen ist richtig. Adenau ist das, okay. Aber wir haben hier richtig. Kopiere das mal. Starte den mal. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht falsch rum. Doch, tut er. Nee. Fahrplan. Hadexen Baustoffhandel. Start. Gut, dass er nochmal umdreht. Fahrplan. Hadexen Baustoffhandel sollte der nächste Halt sein. Nicht, dass er falsch rumfährt. Gut, haben wir. Holt dann ja auch ab, ne? Okay, ich sag mal, die Folge ist auch schon wieder verdammt lang. Da sollten wir mal dran arbeiten, dass wir das zu Ende bringen. Er hat hier nur noch 14 Passagiere, wird wahrscheinlich irgendwo mitten auf der Karte sein. So sieht's aus. Sind denn da welche, die? Ja, zum Geflügelhof die 14, alles klar. Das geklärt. 67.000, ich glaube, das wird auch weniger. Hier, sehr schön, sind wir in den schwarzen Zahlen angekommen. Und der hat noch 518 da drinne. Wo ist er jetzt? Okay, der kommt von Riedenburg. Der Bus. Ja, der läppert sich. Ich glaube, wir haben 350 vorhin irgendwann gesehen. Und wenn der jetzt nicht nur dahin liefert, sondern auch mal zurückliefert, dann geht das vielleicht auch. Ja, da fährt er auch gerade hin. Hier haben wir Straßenbahn jetzt neue, die zwei. Oder einen nur erstmal. Ist aber auch voll, sollte auch verteilt werden. Und hier ist der andere Zug. Den weiß ich jetzt gar nicht. Aber 51, 52.000. Ach, das ist der Sackpost-Geschichte. Okay. Ja. Die ist jetzt nicht berauschend. Lassen wir das erstmal so stehen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.